Okay, die Probe haben wir also doch gefunden. Ich bin einfach nur dran vorbeigerannt beim ersten Mal. Und damit können wir uns nun diesem Spaß hier widmen. Eigentlich fehlt mir noch ein Passwort, glaube ich. Ich bin am Eingang zur Basis. Haben Sie den Code für die Schilder entschlüsselt? Ja, und zwar keine Sekunde zu früh. Oh, okay. Die Übertragung an Sie läuft. Mögen die Sterne für Sie strahlen, Pathfinder. Gut. Sie hat es doch schon hingekriegt. Ich dachte eigentlich, dass sie noch was von uns bräuchte. Aber das scheint doch schon gereicht zu haben, was wir da an den Konsolen zusammengetragen haben. Kein Problem. Finde ich gut. Dann wollen wir mal die Konsole bedienen und das Ding hier Alarm legen. Los geht's. Ja. Auf geht's zur Party. Gehen wir an die Arbeit. Jetzt wird's freudig. Ich glaube, jetzt werden wir ein bisschen was zu kämpfen haben. Ich zieh schon mal die Waffe. Hallo! Kampfbereit machen! Das war mein Gastgeschenk. Wobei, das war erstmal das Hallo. Das Gastgeschenk kommt noch. Das ist dann das Lahmlegen eurer Energie, würde ich sagen. So, wenn der jetzt gerade mal weggenickt ist, dann können wir mal ein Stück vorgehen. Ich mache das auch gern nochmal. Ich kann um die Deckung herumschießen. Das ist ja das Schöne an der Biotik. So, jetzt haben wir ihn auch mal rausgelockt aus der Deckung. Ich glaube, den hat es schon erlegt. So, da brauchen wir eigentlich nichts hier erstmal. Gut, dann können wir mal ein bisschen schneller vorwärts gehen. Wir müssen ja hier nicht zum Spazieren rumlaufen, ne? Also da gibt es ja schönere Ecken. Wobei ich sagen muss, dieses Höhlensystem ist schon ganz hübsch. So, aber wir wollen doch eigentlich Spaß mit unseren Cat-Freunden haben. Gut. Damit hätten wir auch die... So, einer steht noch. Stand. Gut. Da brauche ich mich nicht mal selbst drum kümmern. Und wir setzen unseren Weg nach draußen fort. Okay. Sehr gern. So, wo sind die Gegner? Die sind erst auf der anderen Seite, ne? Okay. Ah, ja. Da sind sie, ja. Schön. Ich komme vorbei. Es scheint ein sicheres Lagergebäude der Camp zu sein. Der Eingang ist durch eine Verteidigungsmatrix abgesichert. Verdammt. Was immer sie beschützen, es muss wichtig sein. Wir sollten diese Verteidigungsmatrix finden und ausschalten. Das kriegen wir hin. So, wir müssen bloß schauen, dass wir nicht von Cat gestört werden hier. Die Einsatzzentrale liegt direkt vor uns. Ich weiß, es ist bereits ziemlich kalt, aber ich will, dass Sie jetzt ganz besonders eiskalt vorgehen. Hahaha. Ich empfehle den Primärturm als Ziel. Er scheint der Kern der Basis zu sein. Okay, wenn du das sagst, Sam, dann wollen wir uns mal dran halten. Irgendwie treffe ich gar nicht gerade, jetzt. So, die Berufenen sind immer ein bisschen ätzend. Die sind so die Ninja-Einheiten sozusagen. Das waren vorher immer so die Spione, glaube ich, gewesen. Also diese Tech-Einheiten, diese Tech-Kampfhybride. Das ist auch... Ja, genau, also... Die sind ja dann auch immer... Die haben auch immer die Möglichkeit gehabt, sich unsichtbar zu machen. So, jetzt haben wir erstmal Ruhe. Okay. Davon ist irgendwo noch einer, den können wir noch mitnehmen auf dem Weg. Ohohoho. Hier Schweine, habe ich gar nicht mitgekriegt jetzt auf den ersten Blick. So, für den hat es erledigt. Du gehst schon wieder nach unten. Ah, da ist er ja. So, oh, ach, das ist bloß Jada. Junge, du kannst einen manchmal ein bisschen aus der Fassung bringen. Das ist schon mal gut. Wenn wir hier auch mal wieder uns ein bisschen aufwärmen können. Und ich glaube, diese Tür müssen wir öffnen. So, erstmal kurz ausstatten wieder. Und dann schauen wir weiter. So, da gibt es auch schon wieder so ein Sonar-Ding.
Wir scheinen näher zu kommen. Okay, jetzt bin ich sauer. Vielleicht müssen wir nach oben. Da kommen Sie. Ho, 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 ho. Wo, wo, wo? Hier ist einer. So, erstmal den, der direkt vor mir steht, weg. Gut. Erstmal die Schilde weg bei dem Kerl, dann können wir ihn auch ein bisschen durch die Gegend werfen. Das erleichtert die Sache dann schon mal. Ein Sicherheitsterminal hat den Zugang zu dem Capturm abgeriegelt. Es wird von einem Kraftfeld geschützt. Ich habe die Position der drei Cap-Generatoren markiert, die das Kraftfeld mit Energie versorgen. Durch die Aktivierung sämtlicher Generatoren können Sie das Sicherheitsterminal abschalten. Schön. Der Turm wird gesichert durch eine Konsole und die Konsole wird gesichert durch ein paar Generatoren. Das heißt, wir müssen erst die Generatoren ausschalten, damit wir die Konsole ausschalten können, damit wir den Turm einnehmen können. Das klingt doch nach einem Plan. Oha! Shit! Und fertig! Sollte man vielleicht nicht im Nahkampf machen? Ich mach's trotzdem. Lebenserhaltung ist wieder online. Komm, halt die Klappe, Fischer. So, wir müssen uns um die Generatoren kümmern. Ich glaube, da drüben, wa? Schauen wir mal. Auf jeden Fall sammeln wir hier mal ein bisschen mit ein. Haben wir hier irgendwas? Ist das hier ein Generator? Nein, das ist die Konsole. Oder jede Menge, wie sehe ich das? Falls die Catlogs angelegt haben, könnten wir sie möglicherweise von hier aus abrufen. Sobald wir Zugriff haben, kann ich eine Suche nach den relevanten Daten durchführen. Okay. Klingt gut. Wir sollten ja auch an Infos rankommen, ne? Über die Frühzeit der Belagerung der Cat, wenn ich mich recht entsinne. So, das ist also besagte Konsole, die wir jetzt erstmal irgendwie erreichen müssen, bei der wir das Kraftfeld ausschalten müssen. So, da müssen wir mal schauen, wo genau diese blöden Generatoren sind. Warte mal, ich mache mir das mal einfacher. Wo sind wir denn? Hallo? Nochmal kurz die Karte. Kann es sein, dass wir nicht mehr angezeigt werden auf der Karte? Wir müssen ja eigentlich irgendwo hier bei der Cat-Basis sein. Aber da sieht es irgendwie nicht aus, als ob irgendwo eine Markierung von uns wäre. Ha, schade. Ich wollte jetzt eigentlich mal die, Markierung, also eine der Sachen markieren. Oh, hier. Ah, okay. Haben wir es doch noch gefunden. So, es sind also drei Generatoren sogar. Und einer ist hier, den markieren wir uns jetzt mal gleich so. Dann dürfte die ganze Sache doch ein bisschen einfacher zu erledigen sein, oder? Will nur sehen, wo das ist. Wisst ihr mal, der ist nämlich eine Etage tiefer. Wer hätte das gedacht? Hier oben ist gar nichts. Komme ich hier gleich durch, oder? Nein! Das wird nichts. So, kann ich drauf schießen? Nein, ich muss es so deaktivieren. Ich registriere einen Temperaturabfall. Ein Generator erledigt. Okay, Nummer 1 ist down. Wir haben noch 2 zu erledigen. Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Wenn Sie den Alarm deaktivieren, wird jegliche Verstärkung zurückbeordert. Alarm deaktivieren? Kann ich da auch irgendwas machen? Gibt es da ein Knöpfchen für? Schauen wir nochmal. So, Sicherheitsmatrix deaktivieren. Das klingt doch nach einem Job für mich. Aber, nee, ich mache erstmal die Generatoren. Komm, das können wir ja alles so nach und nach mitmachen. Wobei, wenn die jetzt hier immer endlos angeschissen kommen, dann ist das auch ziemlich nervig, ne? Naja, mal schauen. Es sieht ja erstmal ganz gut aus. Konsole Nummer 2 ist schon da. Einer noch. So, und wenn wir zu der letzten jetzt auch noch so problemlos hinkommen, dann können wir das auch nacheinander machen. Okay. Kein Problem. Alle Generatoren wurden deaktiviert. Ich habe die Koordinaten des Sicherheitsterminals markiert. Gut, und damit können wir dann wirklich mal kurz zur Sicherheitsmatrix gehen. Die ist nämlich sowieso ein Stück näher. Okay, wo ist die? Zerstören da drüben. Sie es, um Zutritt zu dem Catturm zu erhalten. So, nochmal kurz. Ja, gut, wir brauchen gar nichts an Muni. Es kommen neue Gegner.
Ist das nicht schön? Das ist eine Klettverteidigungsmatrix. Ihre Zerstörung deaktiviert sämtliche Wachgeschütze und schaltet den Zugang zu dem gesicherten Lagergebäude frei. Danke für den Hinweis. Wo soll ich drauf schießen? Keine Ahnung. Vielleicht schalten wir erstmal die Kette aus, bevor wir uns darum kümmern. Kommen die von oben? Nee. Einfach bloß von vorne. Okay. So, gehen wir mal hier rüber. Und lassen die Kerle fliegen. So muss das sein. Ich liebe es. Biotik macht Spaß. Hey, Kumpel. Taste the steel. Warte, ich kann ihn auch gar nicht mehr treffen. Ich dachte, er wird bloß unsichtbar, aber der wird offenbar auch unverwundbar in der Zeit. Okay, dann warten wir mal kurz, bis das wieder aufgehoben ist. Aha. Und drauf auf die Sau. Gut. Sieht aus, als ob wir es hinkriegen, würde ich sagen. Ist die... Wo ist denn das Ding genau? Was muss ich denn jetzt lahmlegen hier? Ich weiß es nicht so richtig. Hier irgendwas? Nee. Jetzt habe ich das noch nicht so ganz gecheckt, was genau jetzt die Matrix ist, die ich hier zerstören soll. Moment, wir schauen nochmal ganz kurz auf die Karte. So, das ist hier drüben. Deaktivieren. Kein Zerstören, deaktivieren. Warte, hier sind mehrere übereinander. Aber das andere kann ich nicht lesen. Okay, aber eigentlich in der Richtung, in die ich schaue, sollte es sein. Hier vorne mit. Ah, hier dran, okay. Oh fuck, was? Du Schweinebacke, du. Ich zeig dir mal, was es heißt zu kämpfen. Kumpel. Friss Blei. So, das Ding hier also, oder wie? Kann ich aber auch nichts mitmachen. Ich kann hier nichts zerstören, ich kann mit nichts interagieren. Ich weiß nicht so richtig, was ich hier machen soll in dem Teil. Hier ist doch gar nichts. Das da? Nee. Überreste? Das ist bloß der Typ, okay. Können wir aber auch mal mit einsammeln. Ich weiß nicht, was ich hier zerstören soll. Ich registriere einen Temperaturabfall. Ha. Sehr, sehr seltsam. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Aber gut, scheiß drauf. Ich gehe jetzt einfach. Dann bleibt die blöde Verteidigungsmatrix eben an. Ist mir auch bewusst. So heftig sind die Typen jetzt auch nicht. So, ich glaube, dafür müssen wir jetzt aber hochgehen, ne? Für die Matrix. Ich glaube, die war hier, genau. Das war da drüben. Ich weiß nicht, die Matrix, die, das Terminal. Die Konsole. So, dann sabotieren wir den Spaß doch mal. Das Sicherheitsterminal ist zerstört. Zum Turm! Auf! Vorwärts immer, rückwärts nimmer! Vielleicht können wir auch jetzt erst da was machen? Ich habe irgendwie keine Ahnung, was genau ihr von mir wollt mit diesem blöden Sicherheitsmatrix-Ding. So, da drüben müssen wir nicht hin. Wir müssen hier vorne hin. Ich gehe jetzt einfach. Komm, was soll's. Wenn die mir nicht vernünftig erklären, was ich machen soll, dann scheiß drauf. So, da sind wir wieder. An der Matrix-Ecke. In der Matrix, wie auch immer. Gibt's auch überhaupt nichts, womit man interagieren kann? Oder wird einem auch nichts angezeigt? So, bloß Pöscher, ja? Weg mit dir. Kein Problem. Ich weiß um meine Waffen, da muss ich mir auch keine Sorgen machen bei Pöschern. So, du gehst ab. Du fängst Kugeln ein. Du kriegst einen Sturmangriff. Und du fliegst gleich nochmal. Weiter geht's.
Oh, what, 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 what? Wo? Alter, von wo aus schießt der Typ denn? Ich meine, ich weiß, dass er da drüben ist, aber wie zur Hölle schafft er es, mich zu treffen? Der Typ hat ein Aim, Wahnsinn. So, dann kümmern wir uns mal auf die Art und Weise um den. Wenn er jetzt was will, muss er da mal vorbeikommen. Und wir schauen uns das hier mal an. Liegt im normalen Bereich. Lebenserhalt gut. Wiederhergestellt. Wir sind drin. Na also, hoffen wir, dass sie das aufhält. Bevor wir jetzt weitermachen, mache ich eine kurze Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Und weiter geht's. Wir sind in der Cat-Basis. Und jetzt wird's, glaube ich, nochmal richtig ernst. Und da sollte man wohl auch mal die Deckung nutzen, wenn sie da ist. So, einfach mal blind hinschießen. Ich weiß, wo er ungefähr steht. Das muss reichen. So. Und dann können wir auch mal ein Stück nach vorn gehen. Das hilft vielleicht auch, wenn wir hier ein bisschen vorrücken. Du sollst schon hier die Deckung wahrnehmen. Ach man, du bist doch zu nichts zu gebrauchen, ey. Ja, ja, Granate. Als ob ich mich von sowas aus der Ruhe bringen lassen würde. So, wir schauen uns erstmal kurz an, was für ein Kabuff die hier hatten. Ist auch eine schöne Ecke, um sich zu verrammeln. So, wir nehmen mal mit, was wir haben. Und dann geht's weiter. Na komm, spring durch. Der davon stört mich ein bisschen. Den räumen wir erstmal weg. Oh, wo kommt das denn her? Das war gerade eben noch nicht da, oder? Ist aber ganz nett, da habe ich nämlich gleich meine Deckung. So, da können wir jetzt mal hier vorgehen und können das als Deckung benutzen. Oh, hier ist ja schon keiner mehr. So viel zum Thema als Deckung benutzen. Ich brauche keine Deckung. Ich komme auch so vorwärts. Okay. Von Halle zu Halle. Hier sieht einer aus wie die andere. Ich bin gespannt, wo wir da hinkommen. Ob es da irgendwas Besonderes gibt. Ob wir vielleicht eine Übertragung mit dem Cat-Kommandanten haben oder sowas. Könnte ich mir gut vorstellen. So, die Türen sind zu hier an der Seite, ne? Ja. Gut, ich glaube, sind wir am Ziel? Ich glaube, dahinter kommt eine Halle und ein großer Kampf. Pathfinder. Anscheinend hat jede Hangar-Plattform ein automatisiertes Betankungssystem. Wenn Sie Zugriff auf die Steuerung haben, kann ich das System überlasten. So, wir bleiben erstmal ein bisschen auf Abstand und machen das so gut wie es geht aus der Sicherheit dieser Deckung heraus. Ja, ja. So, ich glaube, ich sollte mal nach vorne gehen, an die Deckung ran. Die ist ja auch sicher, da kommt ja auch keiner hin. Den können wir noch mit der Pistole platt machen oder mit dem Sturmgewehr, was auch immer. Was, was, was? Ich glaube, du spinnst. So, dann müssen wir mal schauen. Erstmal müssen wir hier zusehen, dass wir nicht flankiert werden vor allem. Und dann vielleicht von ein bisschen freiräumen. Oh, sieh mal an. Die Kollegen da betteln drum. Holt ihr euch den oder? Nein, ich muss es machen. Okay. So, größter Teil ist weg. Das heißt, wir können dann doch mal so langsam ausschwärmen. Den Rest kriegen wir auch noch, wenn wir hier näher rangehen. Was? Ach, da ist er. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Da vorne ist die erste Betankungsanlage. Dann schalten wir die halt mal eine nach der anderen ab. Verdammt, die Steuerung ist gesperrt. Oh, ernsthaft? Ich habe mehrere Override-Terminals in der Nähe lokalisiert. Gut, dass hier nicht viele Questmarker gerade sind.
Man könnte es ja auch übertreiben, aber ihr kriegt es gut hin, dass das nicht passiert. So, kann ich jetzt schon wieder oder ist das noch nicht der Fall? Okay, das hat funktioniert. Dann salben wir unseren Freund hier mal. So, und weiter. Werden wir flankiert? Ja, da kommt einer, ne? Ich glaube, zu dem gehe ich mal hin. Da kann ich mich nämlich wieder hier verstecken. Oder verschanzen, was auch immer. So, und zu dem gehe ich auch mal hin. Gut. Nächste Station. Wir aktivieren das Override-Terminal. Oder ist das eins? Ich glaube schon. Und dann geht's schnell hin zum Betankungsterminal. So habe ich das jetzt verstanden. Wir müssen hier mal einen Wechsel machen, ne? Okay, ich will erstmal den hier eigentlich. So, das war's für ihn. Jetzt weiß ich blöderweise nicht, wo das letzte Betankungsterminal ist, weil hier zu viele Questmarker sind gerade. Ist er schon? Nein, der ist noch nicht. Jetzt ist er. Okay, wir aktivieren einfach mal die ganzen Konsolen. Ah, okay. Jetzt sehen wir es. Die nehmen dann auch tatsächlich die Override-Terminals weg aus den Markern. Gut, damit haben wir's. Alle Gegner am Boden. Pathfinder, die Steuerung zur Abschaltung der Z-Basis befindet sich in der Spitze des Turms im Zenit-Beobachtungsraum. Es gibt einen Aufzug in der Nähe, den Sie benutzen. Cool. Aufzug klingt gut. Ich glaube, das werden wir mal machen. So, ich gehe erstmal lieber nach hier drüben in die Ecke. Da kann ich wenigstens nicht flankiert werden. So, den holen wir uns so. Es klingt, als ob hier irgendjemand Großes kommt. Ja, ja. So dachte ich mir das auch gerade. Oh, was ist das denn für einer? Kugel des Ältesten, okay. Ich glaube, ich muss mal hier ein bisschen meine Schilde wieder aufpolieren gehen. Mit wem haben wir es denn hier zu tun? Okay. Das sieht auf jeden Fall spannend aus. Der Präfekt! Hahaha, du bist also der Obermotz hier in der Festung, ja? Na, herzlichen Glückwunsch! Ach du Schande! So, schnell wieder weg! Man sollte sich nicht von dem Kram treffen lassen, den der Kerl so aussondert. Okay, wir gehen! Scheiße. Bum, 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 bum. Okay. Ja, ja, ich weiß, dass ich auf die Kugel zielen muss. Das habe ich schon mitbekommen. Okay. Und den holen wir jetzt uns auch im Nahkampf. Komm schon! Zack! Ah, wir haben es nicht ganz geschafft. Wir müssen noch so eine blöde Kugel platt machen. Oh, das ging aber weitaus schneller als gerade eben. Und fertig! Jawohl! Ah, geschafft. So ein Präfekt, mit dem es nicht gut Kirschen essen, muss ich mal so sagen. Aber wenn er alleine ist, dann kriegt man den eigentlich ganz gut hin. Ich befürchte bloß, wir werden nicht immer das Vergnügen haben, den bloß alleine zu bekommen als Gegner. Das wird wohl auch mal so laufen, dass wir den mit anderen Gegnern zusammen haben. Und das wird dann unschön. Ich glaube, da werden wir uns noch mal ein bisschen was zulegen müssen an Arsenal, noch an Skills. Jetzt aber erstmal Aufzug fahren.
Bam, ba, 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 bam, bam, bam. Ach, das ging aber schnell. Ja, Aufzug in der Zukunft, da braucht man leider auch keine Aufzugmusik mehr. Die fahren einfach zu schnell, die Dinger. Das ist dann jetzt quasi der Raum des Präfekten. Können wir hier was ergattern an Wissen auch vielleicht? Na, wir bedienen erstmal die Konsole, mal sehen. Alarm ist deaktiviert, Pathfinder. Das sammeln wir noch mit ein. Verdammt, was für ein Ausblick. Und wir haben weitere Kryokapselpunkte erhalten. Das heißt, wir können mal wieder ein bisschen was dann damit anstellen. Gut. Wir müssen noch ein bisschen was tun hier, glaube ich. Erstmal müssen wir natürlich alles plündern, was wir hier finden können. Und dann müssen wir noch irgendwie an Wissen herankommen, denn hier muss irgendwo, Infos darüber geben, wie die Cat die Arangara unterworfen haben. Aber ich glaube, hier oben ist da nichts von. Und von dem Ausblick haben wir leider auch nicht viel. Na, wobei. Ja, ist ganz anständig. Aber ich muss sagen, der Blick in den Himmel gefällt mir doch weitaus mehr als der nach unten.